Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T. Und zwar erstmal danke für die Mütze. Ich habe da einen sehr, sehr lieben Fan, den ich jetzt aber nicht beim Namen nenne. Und er hat mir eine Mütze geschenkt. Und zwar diese Mütze. Und diese Mütze sieht aus wie, wer weiß es, wer weiß es, wer hat immer solche Mützen aufgehabt? Ja, und hat den Kopf geschüttelt dabei. Wer war das? Ich weiß es, ihr wisst es hoffentlich auch. Wobei natürlich die Jungen, die werden es wohl nicht mehr wissen, wer das war. Bin mal gespannt, wer es erratet. Ah, heute ein Clip zum Thema Urlaub. Ich gehe in den Urlaub und ich habe keiner Equipment zur Verfügung. Ich habe auch so keinen Bock drauf, irgendwelche Hammelmann-Übungen zu machen auf dem Boden, Liegestütze und so weiter. Was könnte ich denn tun? Was kann man überhaupt tun? Gibt es da was? Auf diese Frage habe ich natürlich eine geile Antwort. Und zwar, klar gibt es was. Was machen die Bodybuilder, um auf die Bühne zu gehen? Sie üben Posen. Und so, habt ihr schon mal gepostet? Für alle, die schon mal nicht gepostet haben, da können Sie probieren. Am besten am Anfang einfach mal, dass keiner sieht, weil wenn man nicht weiß, wie es geht, sieht das immer ein bisschen lustig aus. Ein bisschen üben vom Spiegel und dann werdet ihr feststellen, verdammte, das ist aber ganz schön anstrengend. Die meisten, die zu mir kommen, die sich entschieden haben, sie möchten jetzt auf die Bühne mal gehen und das erste Posing 20 bis 30 Minuten hinter sich haben, die sind fix und alle, die laufen schier aus vor Schweiß. Und sagen meist, am nächsten Tag war ich fix und fertig. Ich habe Muskelgruppen gespürt. Die habe ich so noch nie im Training gespürt. Was heißt das? Das heißt ganz einfach, dass jeder ohne Equipment trainieren kann. Tatsächlich. Und zwar zum Beispiel die hier. Das ist ja nichts anderes wie eine Bizepsübung. Ihr könnt die Übung machen, indem ihr den Bewegungsablauf nachahmt. Schön langsam das Ganze. Kontrolliert und natürlich auch wieder kontrolliert exzentrisch. Und ihr werdet spüren, boah, das fühlt sich an wie Bizeps Curls mit 20, 22 und einer mit 15 oder 30 Kilo. Macht es einmal 10 Wiederholungen. Bizeps Curls, die ganz normalen Bizeps Curls mit Drehung. Macht direkt im Anschluss Kickbacks, einarmig oder beidarmig, völlig egal. Macht danach Schulterdrücken, zehn Wiederholungen. Dann macht ihr fliegende. Und danach macht ihr, ups, seht ihr mich noch, vorgebeugtes Rudern. Muscle-Brain-Connection, Muskulatur unter Spannung halten. Ihr könnt es auch Slow-Motion machen, ganz langsam. Ihr könnt vorgebeugte Seitheben machen. Alle Übungen, zum Beispiel auch Beinstrecker, nichts anderes wie Beinstrecker, macht es mal. Isometrische Spannungsübung, macht mal. Ich garantiere euch, wenn ihr das erstmal macht, habt ihr am nächsten Tag garantiert Muskelkater. Und so ist es möglich, dass ihr im Urlaub alle Muskeln trainieren könnt, auch den Bauch. Ich kann ohne, ihr merkt es ja außer Atem, ohne dass ich mich in diese typische Position der Bauchmuskelübung begebe, kann ich meinen Bauchmuskel arbeiten. Gerader Bauchmuskel. Schräger Bauchmuskel. Und so ist es möglich,
dass ihr jeden Muskel ansteuert, jeden Muskel. Und ich garantiere euch, wenn ihr es richtig macht, und ihr könnt 2 Wochen, 3 Wochen Urlaub gehen, und ihr macht jeden Tag, spätestens jeden zweiten Tag, ein Workout von 15 bis 20 Minuten nonstop von einer Übung zur anderen. Ihr kommt zurück, ihr seht optisch, wenn es erst vielleicht gestimmt hat einigermaßen, seht optisch nicht viel anders aus wie vorm Urlaub, und ihr werdet bei weitem nicht diesen Kraftverlust haben, wenn ihr nichts gemacht hättet. Ganz einfach, was machen wir? Wir senden Signale. Wir senden Signale an den jeweiligen Muskel. Und letztendlich ist ja nichts anderes, wenn wir im Urlaub sind, nichts tun, fließen über die Nervbahn keine Signale. Das heißt, der Muskel erfährt keine hohen Kontraktionsspitzen. Und das bedeutet, dass der Körper dann sagt, okay, wenn wir den Muskel nicht benutzen 2-3 Wochen, dann wird halt der Muskel von der Größe her, und zwar meistens, weil das Glykogenlager auch verkleinert wird, habe ich ein wenig weniger Volumen nach dem Urlaub. Wenn ihr aber das macht, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, lasst Musik dabei laufen, schön langsame Musik, wo zum Takt dazu passt. Und macht es mal, ich garantiere euch. Ihr kommt vom Urlaub zurück und sagt, warum habe ich das schon früher gemacht? Und denkt mal dran, wie viele Bodybuilder, was lernt man noch dabei? Ihr lernt bei dieser Art von Training, den Muskel richtig anzusteuern. Genauso wie ein Bodybuilder genau lernt, beim Posen gewisse Muskelgruppen isoliert anzusteuern. Latissimus isoliert anzusteuern, den Latissimus überhaupt mal zu zeigen, den Bizeps isoliert anzusteuern. Das heißt, das ist eine Kunst, die erlernt man, und davon profitiert ihr definitiv in eurem Training. Also, das war's schon. Andreas Trienbacher, Person aus Karlsruhe, alles Mr. T, mit der Mütze, wo ich doch hoffe, dass der ein oder andere weiß, wer sowas immer aufgehabt hat. Das war's schon. Und deswegen kein Frust in den Urlaub geht, keine Angst vor Muskelverlust. Ihr wisst jetzt, was ihr machen müsst.